Ja, wir kommen jetzt zum Hesekiel weiter. Und ich denke, wir kommen jetzt zum entscheidenden Kapitel. Ich habe es Wasserfall genannt heute Morgen. Eigentlich müsste man es nicht Wasserfall nennen, sondern Flut, weil ja das Wasser von unten steigt. Aber oft ist ja so, dass der Herr uns überschüttet mit seinem Geist. Und ich möchte nochmal etwas Grundsätzliches sagen zu unserer Vorgehensweise. Ich lese uns zuerst zwei Bibelstellen, die hier eine Rolle spielen, weil es gibt in der Bibel differenzierte Vorgehensweisen. Und in Hebräer 10,1 erklärt uns die Bibel etwas, das ist sehr wichtig, denn weil das Gesetz nur einen Schatten der zukünftigen Heilsgüter hat, nicht die Gestalt der Dinge selbst, so kann es auch mit den gleichen alljährlichen Opfer, die man immer wieder darbringt, die hinzutreten, niemals zur Vollendung bringen. Also die Bibel sagt ganz klar, alles was mit dem mosaischen Gesetz zu tun hat, ist Schatten, Vorschattung. Im Gegensatz zu dem, der Schatten wirft, nämlich der Herr Jesus und den Kolosser 2,17, da werdet unter anderem Speise, Trank, Feuertage, Neumond, Sabbate, alles genannt, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollten, wovon aber der Christus das Wesen hat. Wir haben ja gesehen, wie diese Tempel, die hier aufgezeigt werden, alle zwar wesensmäßig etwas aufzeigen, aber sind nur die Schatten von dem, was in Wirklichkeit durch der Jesus geschah. Jetzt kommen wir natürlich zu einem Kapitel, wo unter anderem dann Dinge genannt werden, die eine riesige Rolle spielen. Wenn wir jetzt das Wasser des Lebens sehen, das hier fließt, dann sehen wir unter anderem in Vers 10, dass es hier auch um Israel geht, wo Engedi genannt wird, wo Sümpfe ausgetrocknet werden. Man könnte ans tausendjährige Reich denken, dann auch an, in dem Fall, Salzmeer, alle diese Dinge, also das Tote Meer. Ich möchte es einfach nochmal betonen. Ich habe mir das ganz einfach gemerkt, wie ein kleines Kind. Die Bibel sagt in Hebräer 10, 10 und 14, dass mit einem einmaligen Opfer der Herr Jesus alles getan hat, dass alles vorbei ist. Wir haben hier aber Opfer. Und ich denke, man kann hier zwei Dinge sehen. Ob jetzt im tausendjährigen Reich dieser Tempel so gebaut wird und dann Erinnerungsopfer geschehen. Man muss die Stelle lesen in der Offenbarung, da sagt sie gar nichts. Man muss Jesaja 2 lesen, Jesaja 11. In Jesaja 2 sagt sie, es wird ein Haus geben. In Jesaja 11 sagt sie was völlig anderes. Da sagt sie praktisch, die gesamte Erde wird von der Erkenntnis Gottes erfüllt werden, wie praktisch das Wasser der Meeresgrund erfüllt. Also wir können uns das nicht vorstellen. Ich lasse mal offen, ob im tausendjährigen Reich tatsächlich hier so ein Tempel gebaut wird und dann Wasser über Engedi ins Tote Meer fließen, sei dahingestellt. Aber ich habe mir etwas gemerkt, als ganz einfacher Bibelleser, alles was Israel im Körper geschieht, geschieht uns im Geist. Wisst ihr, Israel ist durch das Blut des Passahlammes aus Ägypten ausgezogen und vom Zorn Gottes geschützt worden. Ich bin bei meiner Bekehrung durch das Blut des wirklichen Passahlammes von unserem Herrn Jesus aus der Welt ausgezogen, ins Reich Gottes versetzt worden, Kolosser 1, 13 und Folgevers, und bin seither vom Zorn Gottes beschützt. Und so sehe ich es auch bei diesem Tempel. Wir haben ja gesehen, wie jeder Tempel einen Aspekt der Erlösung zeigt. Ganz wichtig natürlich die Stiftshütte, der Jesus geht bis ins innerste Heiligtum. Aber das, was wir hier haben, auch 3. Mose 16, der hohe Priester, Yom Kippur, ist ja nur ein Schattenbild. Das ist ja nur Vorschattung. Das Wirkliche, was hier geschah, ist Hebräer 10, 19, wo der Jesus die Himmel durchschritten hat, ins himmlische Heiligtum gegangen ist, sein Blut im Himmel auf der Sühnedeckel gesprengt hat. Wir wissen, dass er das selber war. Und dass dann die Erlösung fertig war. Und so müssen wir das einfach sehen. Und ich denke, es ist auch legitim, dass wir Gläubige dann hingehen und diese ganzen Schattenbilder dieser Tempel, auch des Hesekiel-Tempels, auf die geistliche Situation anwenden, wo wir drin sind. Und jetzt haben wir plötzlich etwas. Wir haben ja festgestellt, die Stiftshütte zeigt schattenbildlich die Erlösung, die der Jesus getan hat, das vollkommene Opfer. Wir haben ja gesehen, dass Zerubabel, nicht einmal der Tempel, sondern Zerubabel, das ganze Jerusalem zeigt, wie man in Christus bleibt. Dass man nicht hinausgehen darf durch die Türen. Und wir haben hier im Hesekiel einfach das Bild, das haben wir ja gesehen, wie man von der Erweckung
bis hin zu der Fülle des Heiligen Geistes im Geiste wandelt. Und das ist ein ganz zentraler Punkt. Und ich habe ja gesehen, wie das mit den Zahlen einfach relativ schwierig und trotzdem so einfach ist, wenn man sie mal begriffen hat. Gell? Und ich werde immer nervös, wenn ich die Zahl 5 sehe, dann weiß ich, die Gnade Gottes ist da. Wenn ich 25 sehe, dann weiß ich, die Gnade Gottes ist in totaler Fülle da. Wenn ich 40 sehe, weiß ich, 5 hat über Neuschöpfung, 8 zur Erneuerung und Erziehung bei mir geführt. Alle diese Dinge. Und jetzt kommen wir plötzlich zu Hesekiel 47. Und jetzt, wenn wir uns das ganz langsam ansehen, dann steht hier in Vers 1, und er führte mich zum Eingang des Hauses zurück. Wisst ihr, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben ja gesehen in unserem Bibelstudium, dass der Eingang des Hauses der Herr Jesus ist. Er ist die Tür. Und genau das muss geistlich passieren. Wir müssen immer wieder zum Herr Jesus zurück. Immer wieder zu der Tür. Und dann haben wir ja gesehen, dass die Schwelle des Hauses, dieses Tempels, wenn der Jesus die Tür ist und die Schwelle die Erniedrigung Jesu ist. Ich lese uns die Stelle nochmal, dass sie uns auch wirklich dann von der Realität her geläufig sind. Johannes 10, 9. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden, wird ein- und ausgehen und Weide finden. Also der Jesus ist die Tür. Und Philipper 2 redet dann von der Schwelle, von dieser Erniedrigung, der totalen Erniedrigung. Sie sagt in Philipper 2, Vers 6, der Herr Jesus, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Da steht im Griechischen, völlig deckungsgleich zu sein. Sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Das ist die Schwelle, die totale Erniedrigung Jesu. Jetzt sagt die Bibel hier in unserem Schattenbild, sagt praktisch, du musst zurückkehren zur Eingangstür, zum Jesus. Er ist die Tür, sein vollkommenes Opfer, diese Erniedrigung. Und die Bibel sagt klipp und klar, durch die Erniedrigung, als er durch die Flüche des mosaischen Gesetzes für jeden Menschen getragen hat, als er mit seinem Blut die ganze Strafe, alle Höllenstrafe ausgelöscht hat, als er alles vollbracht hat, ein vollkommenes Opfer. Aber gell, wir wissen das, ich möchte das betonen, das ist geschehen und steht jedem Menschen, der es will, durch Glaube zur Verfügung. Wir wissen natürlich, dass es Menschen gibt, die das nicht annehmen und dann wirkt es für sie nicht. Das ist das Drama. Aber die Bibel sagt hier ganz einfach, hier hast du jetzt etwas und es geht wieder um Osten. Und wir haben ja gesehen, dass Osten immer die Sonne der Gerechtigkeit ist, immer der Auferstandene, unser Herr Jesus, und dass hier dann letztendlich dieses Wasser fließt. Und jetzt sagt er, jetzt fließt dieses Wasser. Und er sagt, er brachte mich in Vers 2 zum äußeren Tor, das nach Osten gerichtet ist. Wisst ihr, und das ist jetzt einfach diese Tatsache, es ist immer alles nach Osten gerichtet. Und wenn man das jetzt einmal übersetzt in das praktische Leben aus dem Schattenbild in die Realität, dann landet man letztendlich bei Epheser 4 und da kommt der entscheidende Punkt. Und ich lese uns Epheser 4 ab 11. Er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis dass wir alle zur Einheit des Glaubens und zur Vollerkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen. Jetzt kommen wir zu dem, was ich meine. Dieses auf die Tür ausgerichtet sein, nach Osten ausgerichtet sein. Dann sagt er ganz einfach, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsend in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Wir wachsen zu ihm hin. Drum sagt die Bibel nach Osten, wo er herkommt. Die Sonne der Gerechtigkeit. Und dann sagt er, und dann funktioniert auch der Leib Jesu Christi. Und er sagt hier, sobald du auf der Jesus ausgerichtet bist, dann passiert mit diesem Wasser etwas. Und ich denke, das ist ein ganz zentraler Punkt. Es fließt hier Wasser.
Und er erklärt dann, da kommt Wasser heraus. Der Jesus hat es uns ganz klar in Johannes 7, 37 mitgeteilt. Und jetzt muss man einfach die ganzen Mosaiksteine der Prophetie, der Schattenbilder und der direkten Rede zusammensetzen. Dann sagt die Bibel, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Und jetzt haben wir wieder das Gleiche wie Offenbarung 22, 17. Wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wer nicht glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Die Bibel sagt ganz klar, in dem Moment, wie du zum Herrn Jesus kommst, und jeder von uns hat ja bei der Wiedergeburt der Heilige Geist empfangen, dann passiert etwas. Du bist ausgerichtet nach Osten. Du bist ausgerichtet auf den Herrn Jesus. Du hast sein vollkommenes Opfer begriffen. Du hast diese Erniedrigung begriffen. Du begreifst, dass von dem Opfer, von ihm, alles kommt. Und jetzt sagt er was ganz Einfaches. Wisst ihr, das kann ein kleines Kind begreifen. Er sagt letztendlich, jetzt fließt Wasser. Und wenn du jetzt weiter Epheser 5 dir ansiehst und Vers 17 und folgende, dann sagt er, darum seid nicht unverständig, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist, und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes, redet zueinander mit Psalmen, Lobgesängen, geistlichen Liedern und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt alle Zeit Gott dem Vater Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Er sagt hier klipp und klar, du sollst voll Heiligen Geistes werden. Und in Zacharia 4, Vers 6, wo ja der Leuchter die Gemeinde wieder dargestellt wird, wir haben ja gesehen, dass alle diese Tempel im Prinzip mit dem Leib Christi zu tun haben, mit dem, was der Herr Jesus für den Leib geschaffen hat, dann heißt es nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, sprich der Herr der Heerscharen. Und dann sagt er, da wird jeder Berg hinweggewischt. Das geschieht durch Gnade um Gnade. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Jeder von uns, wenn er wieder geboren wird, hat der Heilige Geist in sich. Wir haben ja gesehen, 1. Korinther 12, 13, bei der Wiedergeburt wirst du das erste Mal mit dem Heiligen Geist erfüllt. Aber es geht weg. Es geht weg durch die Kämpfe, es geht weg durch Anfechtung. Das heißt, wenn ich jetzt nicht dauernd das erlebe, was die Bibel sagt, dass ich, so wie der Epheserbrief uns das ja gezeigt hat, mit einem bestimmten Herzen, wo ich im Herrn singe und spiele in meinem Herzen und mit dem Herrn Jesus mich beschäftige, wenn ich das nicht tue, dann versandet ein Mensch. Und jetzt sagt die Bibel was ganz Einfaches. Sie sagt hier, und das ist ein zentraler Punkt, dass wir dieses Wasser des Lebens brauchen. Da ist sogar dann ein Mann, der eine Messschnur anlegt. Wir haben ja gesehen, was das Messen oder Zahlen bedeutet. Aber diese Messschnur zeigt jetzt eine völlig andere Zahl. Jetzt kommt 1000. Wir haben ja gesehen, 1000 ist die Zahl des Segens Gottes. Und jetzt hat er praktisch hier etwas Wunderbares. Er sagt, durch den Herr Jesus, durch die Tür, wenn du dich zu ihm wendest, nach Osten, vor ihm alles erwartest, dann passiert etwas. Dann wird Wasser aus diesem vollkommenen Opfer, aus seiner Erniedrigung, dir entgegenfließen. Du wirst es bekommen. Aber du musst gehorsam sein und diese Messschnur letztendlich akzeptieren und dann einen klaren Weg gehen. Denn dann sagt die Bibel in Johannes 16, 7 bis 14, wie der Heilige Geist wirkt und was dieser Gehorsam bedeuten kann. Zum Beispiel steht dort, er wird den Menschen überführen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Er führt, der Heilige Geist, immer den Menschen in die ganze Wahrheit hinein. Johannes 17, 17 sagt, dein Wort ist die Wahrheit. Er wird ihm zeigen, was zukünftig ist. Das haben wir hier auch massiv. Und dann sagt er, und er wird der Herr Jesus verherrlichen. Wisst ihr, und jetzt beginnt dieser Gehorsam ganz einfach, dass ein Mensch A, sich dem Herr Jesus zuwendet gegen Osten, das ist unser Bild, dass er gleichzeitig die Erniedrigung versteht, dass er weiß, durch die Erniedrigung Jesu, durch das vollkommene Opfer fließt die Fülle des Heiligen Geistes in mein kleines Leben hinein. Aber der Heilige Geist wirkt halt nur über Sünde, Gerechtigkeit und Gericht, wenn das geregelt ist. Das heißt, wenn Sünde in meinem Leben ist, ich mich nicht selber richte
und ich Buße tue, wisst ihr, was dann passiert? Gar nichts. Das heißt, ich muss wirklich das erleben, was der Heilige Geist tut, dass ich mich letztendlich innerlich so beuge, dass der Heilige Geist mich überführen kann von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Dass er mich ins Wort Gottes hineinführt. Wisst ihr, wenn ein Mensch nicht im Wort Gottes lebt, dann passiert auch nichts. Sein Wort ist Geist und Leben. Ist das entscheidende Mittel, um auch Wirkungen des Heiligen Geistes hervorzurufen. Und die Bibel sagt klipp und klar, dann wird der Herr Jesus verherrlicht. Wenn ein Mensch sich nicht um ihn dreht, dann wird nichts passieren. Also ihr merkt etwas, es hängt mit meinem Herzen zusammen. Ist nur eine andere Beschreibung von Epheser 5, wo er sagt, wenn du die richtige Herzensstellung hast, wirst du mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und das ganze Hesekiel Kapitel 47 hat nur mit dem zu tun, wie der Tempel des Heiligen Geistes, in dem Fall ist Hesekiel mit seinem Tempel ein Bild, wie Naos, der Tempel des Heiligen Geistes, die Gemeinde und in dem Fall der kleine Tempel, nämlich mein Herz, mit diesem Wasser des Lebens erfüllt werden. Jetzt sagt die Bibel ganz klar, was muss ich tun? Versteht ihr? Jetzt kommen wir wieder zum Schattenbild. Was nützt es mir und dir, wenn du erklären kannst, wie im tausendjährigen Reich eventuell dieser Tempel aufgebaut wird, was hier passiert, dass am, ich sag's mal so, am Toten Meer nur noch ein paar Lachen sind? Was machst du mit dem? Hilft dir das, wenn du morgen mit der Sünde kämpfst? Gar nichts. Aber wenn du das Hesekiel-Tempel ist eine schattenbildliche, wirklich enorme geistliche Wirkung verstehst, dann wirst du Sieg über Sünde haben. Dann wirst du in der Fülle des Heiligen Geistes leben. Dann wird die Kraft Gottes dich überfluten. Und das ist das Ziel von diesem Kapitel. Da zeigt uns Gott schattenbildlich, wie man hineinkommt in die Fülle. Und das ist das Wunderbare. Und wisst ihr, nochmal, ihr müsst jetzt euch zurückerinnern an heute Morgen. Ist euch was aufgefallen? Immer das Gleiche. Von Osten, von Osten, von Osten, von Osten. Immer nach Osten. Immer, wo der Herr Jesus herkommt. Immer die Tür. Immer die östliche Tür. Immer der Herr Jesus. Und jetzt sagt er, aber jetzt kommt die Schwelle. Jetzt kommt das vollkommene Opfer. Jetzt kommt die Erniedrigung. So, und jetzt hast du in dir den Heiligen Geist. Und jetzt zeigt die Bibel, was ich tun soll. Und ich sage mal eine Überschrift, immer vor seinem Angesicht. Ihr könnt euch erinnern, wie bin ich vor seinem Angesicht? Stiftshütte, unser erstes Studium. Durch den Glaube, ich lese uns nochmals, dass uns das einfach klar ist, dass das genauso der erste Schritt ist, der notwendig ist. Er sagt hier, Hebräer 10, 19, da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu, Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat, als neuen und lebendigen Weg, durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch, und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigen Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen los vom bösen Gewissen und dem Leib gewaschen mit reinem Wasser. Also die Bibel sagt, du musst mit völliger Glaubensgewissheit das tun, was hier geschrieben steht, nämlich Glaubensgehorsam. Und dann wirst du rechtzeitige Hilfe empfangen, dann wird alles geschehen. Die Bibel zeigt uns hier ihre Bildersprache, wie ich eigentlich innerlich vorgehen muss. Er sagt jetzt praktisch, und das ist ganz wichtig, du kommst zu ihm. Er sagt, hier lässt Gott 1000 Ella abmessen. Ich möchte es nochmals betonen. Wenn jemand 999 Ella geht, passiert nichts. Die Bibel sagt 1000. Jetzt gehst du diese 1000 Ella, du bist gehorsam. Dann sagt die Bibel, dann wird dieses Wasser des Lebens, der Heilige Geist, deine Knöchel und deine Füße erfassen. Das ist Römer 11, Vers 20. Wisst ihr, man darf das nicht unterschätzen. Das ist ein ganz wesentliches Merkmal eines Lebens mit dem Herr Jesus. Er sagt hier, du aber stehst durch den Glauben. Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Wisst ihr, und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Der erste Schritt des Gehorsams, dass man in der Fülle des Heiligen Geistes leben kann, ist, dass man gehorsam ist, und zwar glaubensmäßig. Wisst ihr, dass man sich nicht mehr darauf verlässt, dass ich jetzt besonderes
in den Werken gut war. Ich war jetzt die ganze letzte Woche, habe ich nicht gesündigt. Wobei die Bibel sagt, du sündigst die ganze Zeit, du brauchst dauernd Reinigung durch Jesu Blut. Wisst ihr, dass man einfach sagt, jetzt war ich doch gut, jetzt war ich doch gehorsam, jetzt habe ich doch das getan, was der Herr Jesus will. Du erwartest von deinem Tun, dass Gott dein Tun honoriert. Und was sagt er? Gott wird die honorieren, die glauben, Hebräer 11, Vers 6 sagt es. Das heißt, die Bibel erwartet, dass du im Glaubensgehorsam alles annimmst, bis du feststehst. Da gehört auch die Heilsgewissheit dazu. Wisst ihr, ich habe nie geglaubt, dass so viele Gläubige eine falsche Vorstellung von Heilsgewissheit haben. Es gibt Charaktere, die haben eine Heilsgewissheit, die ist gar keine. Und da gibt es wieder Charaktere, die verlieren die Heilsgewissheit, obwohl sie gerettet sind. Wisst ihr, Heilsgewissheit ist was ganz Einfaches. Und das ist das, im Glaube zu stehen. Das ist das, dass das Wasser mir bis an die Knöchel geht. Und das ist der erste Schritt, dass man zuerst einmal bezüglich der Rettung, bezüglich der Heilsgewissheit ganz sauber im Wasser steht. Wenn man das nicht tut, dann werden alle Schritte, die weiterkommen, wackelig werden oder nicht sauber gehen. Johannes 1,12 sagt, allen denen, die ihn aufnahmen, gab er das Anrecht oder die Vollmacht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Da steht im Griechischen eine Zeitform, die sagt, allen denen, also jeder, Regel ohne Ausnahme, der Herr Jesus in einer bestimmten Sekunde aufnimmt. Wisst ihr, wo ich gerettet wurde, habe ich zum Herrn Jesus nur geschrien, aufgrund von Matthäus 7, bitte zu mir durchgegeben. Ich habe geschrien, rette mich. Ich war verzweifelt. In derselben Sekunde konnte ich im Glauben fassen, dass er es tut. Ich bin in derselben Sekunde zur Wiedergeburt durchgebrochen. Jede Wiedergeburt ist anders. Aber die Bibel sagt, in der Sekunde, wo du den Herrn Jesus aufnimmst, du brichst, das sagt der griechische Urtext von der Zeitform her, du brichst in derselben Sekunde zur Wiedergeburt durch und dann kommt hier, dann glaubst du, und das steht im Präsens aktiv, im Dauerzustand. Wieso? Und das ist der entscheidende Punkt. Jetzt kommt jemand zu mir und sagt, oh, ich habe keine Heilsgewissheit, ich fühle es nicht. Und dann sage ich, ich fühle es auch nicht. Und bei mir ist es so, manchmal fühle ich es, das kommt darauf an, wie viele Stunden ich heute Nacht geschlafen habe. Das kommt vielleicht davon sogar, was ich gegessen habe. Wieso, wenn ich Linse mit Spätzle gegessen habe, fühle ich mich völlig anders, als wenn ich ein Müsli gegessen habe. Ist euch das klar? Wenn ich Erfechtung habe, dann fühle ich mich völlig anders, wie wenn ich jetzt völlig entspannt bin und gerade gesegnet wurde vom Herrn und ein wunderbares Erlebnis hatte. Wisst ihr, wenn ich nach diesen Dingen, geistliche Gefühle, menschliche Gefühle, immer meine Heilsgewissheit mache, dann stehe ich nicht durch den Glauben. Ich stehe durch den Glauben und die Bibel sagt, der erste Schritt, die erste 1000 Ellen ist, dass du durch Glauben stehst. Guck her, wenn du im Heiligen Geist leben willst und Hesekiel, das, was Gott uns durch dieses Schattenbild zeigt, ernst nimmst, dann musst du alles andere, was nicht Johannes 1,12 bedeutet, wegtun. Du hast keine Gefühle. Wisst ihr warum? Ich sag's einmal hart: Gefühle sind mit der größte Betrüger, den es gibt. Wisst ihr, wie das ging? Er fühlte Esau. Wer war's? Jakob. Und dann sagt der Vater was Wunderbares. Aber die Stimme ist die Stimme Jakobs. An der Stimme, am Wort Gottes, siehst du, was Wahrheit ist. Aber deine Gefühle sind ein Lügner. Wieso? Jetzt müssen wir einfach hingehen und dann ist dein Heilsgewissheit nämlich unerschütterlich. Du weißt, ich habe ihn in einer bestimmten Sekunde aufgenommen. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Jetzt musst du entscheiden, als Mensch, dann stehst du durch den Glauben. Glaubst du ihm, wenn er sagt, wenn du ihn aufgenommen hast, der Herr Jesus, dann bist du in derselben Sekunde zur Wiedergeburt durchgebrochen. Glaubst du ihm das, egal was dein Gefühlsleben sagt? Oder glaubst du deinem Gefühl? Glaubst du deine Gedanken? Glaubst du deine Vorstellungen? Ja, wenn das nicht echt war. Kennt ihr das? Sollte Gott gesagt haben, das Wort wenn ist teuflisch. Sondern, wisst ihr, dann musst du hingehen und sagen, Herr Jesus, Karl Hermann, 30.05.1974, ich schätze 9 Uhr morgens, Waschraum einer Bank, hing ich an der Wand, habe geschrien, rette mich, und du hast mich gerettet. Ich habe dich in der Sekunde in aller Schwachheit aufgenommen. Du sagst, wenn du das getan hast,
dann bist du in derselben Sekunde durchgebrochen als Gottes Kind. Ende der Durchsage. Versteht ihr, was das heißt? Glaube heißt, ich denke da nicht mehr drüber nach. Ich sage, also gut, dann gehe ich hin und mache zum Beispiel Folgendes. Ich bete dann und sage, Herr, dann ist alles, was mein Gefühlsleber macht, Anfechtung. Realität ist, dass ich dich aufgenommen habe. Und damit habe ich der Gehorsam der erste 1000 Elle getan. Indem ich im Glauben vorwärts gehe, dann stehe ich durch Glauben. Wisst ihr? Und dann ist mein Glaube unabhängig von meinem Zustand. Was denkt ihr, wenn du im Gefängnis bist, wirst ausgepeitscht, glaubst du, dass du da besonders gefühlsmäßig noch in der Lage bist, irgendwas zu tun? Man hat einen Taylor gefragt, als er todkrank war im Bett, hat mich gefragt, glaubst du jetzt noch? Wisst ihr, was der gesagt hat? Der war ehrlich. Nein. Er hat gesagt, ich kann nicht mehr glauben. Dann waren die alle entsetzt und sagen, du großer Gottesmann, kannst nicht mehr glauben. Ja, was ist jetzt? Dann sagt er, aber ich vertraue. Er konnte nicht mehr glauben, er hat wie, obwohl es im Griechischen das gleiche Wort ist, er hat einfach das so empfunden, er hat wie ein kleines Kind einfach vertraut. Wisst ihr, er hat nicht reagiert. Er hat einfach sich kindlich von Jesus gestellt, hat nicht mehr überlegt, habe ich einen Fehler gemacht, ist das jetzt eine Strafe Gottes, warum geht es mir so dreckig, warum muss ich das erleben, warum lässt Gott das zu? Das ist alles die Stimme des Teufels. Er ist einfach hingegangen, wie ein kleines Kind, hat gesagt, hier bin ich. Und wenn man dann noch den Mut hat zu beten, Herr Jesus, mach mit mir, was du willst. Ich habe dich einst aufgenommen, ich bin ein Gotteskind, ich weiß nur, dass ich ein Gotteskind bin, weil du es sagst. Du sagst, wer mich aufnimmt, ich sofort ein Gotteskind. Und da drin ruhe ich jetzt, ich vertraue jetzt einfach dir, mach mit mir, was du willst. Das sind die ersten 1000 Elle. Versteht ihr? Und wenn das nicht klar ist, dann kannst du nicht in der Fülle des Heiligen Geistes leben. Weil der Teufel, der ja bösartig ist und uns dauernd versucht zu zerstören, schießt dir dann immer im entscheidenden Moment über die Gefühle hier Sperrfeuer. Und da kippst du um im entscheidenden Moment. Wisst ihr, ich war bei einer Gemeinde, die galt als ganz streng. Ich hatte gerade die Heilsgewissheit zurückgeholt. Ich habe die Heilsgewissheit verloren wegen der Pfingstbewegung. Die haben mir Lehrer beigebracht, durch die ich die Heilsgewissheit völlig verloren hatte. Ich habe zum Beispiel, wenn ich morgens aufgestanden bin und am Frühstückstisch saß, hatte ich Heilsgewissheit. Gegen 9 Uhr, naja, hat es angefangen. Hat mein Hirn angefangen zu denken. Gegen 10 Uhr hat schon gewackelt. Gegen 11 Uhr war schon kritisch. Das Mittagessen hat schon nicht mehr geschmeckt, weil es schon halb weg war. Am Abend war ich vollkommen depressiv, hatte keinerlei Heilsgewissheit mehr. Ich habe gedacht, ich drehe durch. Da gab es nur noch eine Rettung. Ich bin ins Bett, wenn ich wieder geschlafen habe und am Morgen wieder aufgewacht bin, hatte ich wieder Heilsgewissheit. Wisst ihr, da bist du ja verrückt, wenn du so lebst, oder? Wisst ihr, und das ist das Problem. Sobald du beginnst, ihm zu glauben und der erste Schritt zu der Fülle des Heiligen Geistes, was der Hesekiel-Tempel zeigt, ist erste 1000 Elle, du glaubst wie ein kleines Kind. Du glaubst einfach, was Gott sagt. Wisst ihr, jetzt kommt die Konkurrenz. Mein Gefühl und das, was Gott sagt. Wisst ihr, ich merke mir zum Beispiel Folgendes. Der Teufel greift mich an und dreht mir die Gurgel zu. Kennt ihr das? Ich kriege Pressatmen. Ich neige nicht zur Depression, ich neige zur Aggression, sage ich ganz ehrlich. Also bevor ich mir was tue, will ich dem anderen was tun, sage ich mal vorsichtig. Ich bin gar nicht beleidigt wegen dieser Charaktereigenschaft. Ich finde die gar nicht schlecht. Aber ich habe ein Problem. Wenn der Teufel mich ganz radikal angeht, mit dieser ersten Situation, mit diesen ersten 1000 Elle, dann krieg ich wie Depressionen. Ich weiß nicht, was das ist, aber dann fängt mein Brustkorb an, sich zu verengen. Dann kriege ich Pressatmung, mir dreht die Gurgel ab. Und ich habe jetzt begriffen, wenn ich die Bibel lese, 1. Mose 15, das sind die Geier, die sich aufs Opfer stürzen. Das sind die Geier, die das vollkommene Opfer zerstören wollen. Wisst ihr, was ich da mache? Ich sage, Herr Jesus, im Glauben, es ist Anfechtung. Und dann kommt der entscheidende Schritt, ich reagiere nicht mehr. Ich ignoriere das. Ich sage, Seele, du kannst spinnen, wie du willst. Mein Brustkorb, der kann von mir aus völlig zusammengedrückt werden. Ist mir völlig egal. Es ist Anfechtung. Es geht nur kurze Zeit, dann ist es weg. Wisst ihr, wir müssen lernen, im kindlichen Glauben uns auf die Bibel stellen. Es kam ein Mann in völliger Anfechtung zu meinem Bruder und hat gesagt, gib mir Verheißung, ich habe Anfechtung. Ist er hingegangen, hat die Bibel zugeklappt, hat sie auf den Boden gelegt, hat gesagt, stell dich drauf. Hat sich draufgestellt.
ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat, wie viele Verheißungen, hat er ihm gesagt, eine unsinnig hohe Zahl, hat gesagt, du stehst auf so viele Verheißungen, was willst du mehr? Hat er es begriffen. Wisst ihr, wenn Gott sagt, denen, die ihn aufnahmen, denen gab er in derselben Sekunde, steht im Griechischen, Aorist-Zeitformen, gab er in derselben Sekunde das Recht, Gottes Kinder zu werden, dann ist meine ganze Heilsgewissheit völlig frei von jedem Gefühl. Dann geht es nur noch darum, dass ich ihm glaube und nicht mehr mein Gefühl. Da kann jemand dich erklagen und sagen, du bist doch gar kein wahrer Gläubiger, sagt, interessiert mich nicht. Du kannst sagen, was du willst. Ich habe ihn aufgenommen und in der Sekunde sagt Gott, du bist jetzt ein Gotteskind. Und jetzt habe ich die erste 1000 Ellen getan. Jetzt sagt die Bibel, wenn das funktioniert, dann, aber dass wir uns richtig verstehen, er geht erst weiter, wenn die erste 1000 Ellen fort sind. Wenn du stehst durch den Glauben, die Bibel sagt hier, du stehst jetzt im Wasser bis zum Knöchel, da bist du noch lange nicht mehr im Heiligen Geist erfüllt, aber du stehst. Und jetzt sagt er, dann misst er die nächste 1000 Ellen. Erst dann misst er. Dann kommst du weiter in die Fülle des Heiligen Geistes hinein. Das heißt, der Wasserfall hat jetzt den Pegel so erhöht, dass das Wasser dir nicht mehr bis an die Knöchel geht, sondern an die Knie. Und Knie heißt, Apostelgeschichte 2,42, kennt ihr das Programm? Wisst ihr, wir haben ja Gemeindeprogramme, wir haben Jüngerschaft, Schulung, könnt ihr alles wegtun. Braucht ihr doch nicht. Das schadet fürs Papier, wisst ihr warum? Du brauchst genau eine Bibelstelle. Apostelgeschichte 2,42. Dort steht, sie blieben in der Lehre der Apostel, im Brotbrechen, in den Gebeten und in der Gemeinschaft. Und da gehört das dazu. Knie bedeutet Gebet. Das heißt, wenn du jetzt hingehst und glaubst, zum Beispiel, jetzt kommen wir zu einem ganz einfachen Punkt, dass alles, was du im Wille Gottes betest und bittest, das ist 1. Johannes 5, da sagt die Bibel, das geschieht. Versteht ihr? Wir denken zu wenig geistlich. Wenn ich etwas habe, wo die Bibel eine ganz klare Verheißung hat, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch alles andere hinzugefügt werden. Steht aber nur dazwischen und nach seiner Gerechtigkeit. Und ich glaube das wirklich und stelle mich da im Glaube drauf. Wisst ihr, was dann passiert? Dann passiert's. Es passiert. Ich habe jetzt wieder Erlebnisse gemacht, wo ich verzweifelt war. Ich konnte die Situation nicht lösen. Ich wusste nicht, was machen. Dann habe ich im Glaube draufgestellt. Und immer wenn ich dann auch komme und sage, Herr, es ist dein Wille, dann muss ich mich im Glaube draufstellen und dann musst du gleich reagieren wie bei der Heilsgewissheit. Sobald du dich im Glaube draufstellst, betest du kein zweites Mal. Wenn du ein zweites Mal betest, ist Unglaube. Du darfst nicht mehr beten. Du stellst dich einmal drauf, weil Gott sagt, wenn du im Wille Gottes betest, ist es geschehen. Jetzt musst du dich draufstellen. Merkt ihr etwas? Ich muss bei der Heilsgewissheit Gott glauben. Ich muss beim Gebet Gott glauben. Wenn ich keine Verheißung habe, dann kann ich Tag und Nacht zu Gott schreien. Das ist biblisch. Dann bestürme ich ihn und sage, Herr, erbarme dich, dann kann ich das alles machen. Aber nicht, wenn ich eine Verheißung habe. Habe ich eine Verheißung, stelle ich mich drauf. Wisst ihr, wenn ich das tue, dann kommt die Seele zur Ruhe und dann fängt Gott an einzugreifen. Dann geschehen die Gebetserhörungen. Wenn ich das nicht mache, dann kriege ich ein Problem. Dann bin ich ein Spielball meiner Gefühle. Wisst ihr, was dann der Teufel für eine furchtbare Waffe auspackt? Die Bibel nennt es Sorge. Alle eure Sorgen werft auf ihn. 1. Petrus 5, 7. Paulus sagt, ich will, dass ihr ohne Sorge seid. Philipper 4. Wisst ihr, das ist dann das Problem. Dann fängst du an zu sorgen. Und was ist das? Unglaube. Jetzt kommt die Leute und sagen, ja, du redest so leicht, wie kann ich das glauben? Geschwister, wenn ihr gar nichts von den Tatsachen der Erlösung, außer dass das Blut Jesu uns reinmacht von aller Sünde, das ist das Wichtigste, versteht. Aber eine Bibelstelle müsst ihr kennen. 2. Korinther 4, 13. Diese Stelle zerstört jeden Angriff des Teufels. Wisst ihr, was hier steht? Weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben. In der Sekunde, wie du in den Tempel hineingehst, in einem Geist zu einem Leib getauft, in derselben Sekunde, wie du wiedergeboren bist, hast du nicht nur der Geist der Sohnschaft, der ruft Abba, lieber Vater, du hast nicht nur die Errettung, du hast nicht nur die Erlösung durch sein Blut, du hast nicht nur die Vergebung der Sünde, du hast was ganz anderes. Du hast den Geist, der gleichzeitig der Geist des Glaubens ist. Das heißt, du hast eine übernatürliche Fähigkeit in dir,
Wenn du willst, dass du alles, das ist die Wirkung vom Heiligen Geist, dass du alles, was die Schrift sagt, glauben kannst. Es gibt keine Ausrede. Wenn du natürlich in Sünde lebst, kannst du nicht glauben, ist ja klar. Du musst zuerst Buße tun, der kennt die Wirkung vom Heiligen Geist, Johannes 6, 7 bis 14, er beführt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Also du musst dein Leben in Ordnung haben. Sobald du bewusste Sünde ausräumst, kannst du in derselben Sekunde 100% glauben. Du kannst jetzt die Heilsgewissheit aufgrund von Johannes 1, 12 sofort herbeiführen. Das ist kein Gefühl, das ist eine Tatsache. Du kannst sofort jede Verheißung, wo Gott gibt, wenn du dich da draufstellst und betest, kannst du sofort im Glauben so fassen, dass du kein zweites Mal beten musst. Bei denen Gebetsanliegen, wo du keine Verheißung hast, da musst du darauf vertrauen, dass Gott sich erbarmt. Da hast du keine Garantie, ob er es erhört. Da musst du beten, da musst du Gott bestürmen. Wieso? Da ist was ganz anderes. 1. Timotheus 2,1. Wisst ihr, die Bibel ist ein Anweisungsbuch. Das ist einfach. Ich muss nur tun. Wisst ihr, wir haben immer 1000 Ausreden, warum wir es nicht tun können. Und durch diese Ausrede bleibst du irgendwo bei diesen 1000 Elle, ob das die erste, die zweite, die dritte oder die vierte sind, stecken. Du kommst nicht weiter. Und 1. Timotheus 2,1 sagt: So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagung darbringen für alle Menschen. Er sagt, du musst ein Gebetsleben führen, im Glauben. Wisst ihr, Teufel greift mich natürlich an. Machen wir mal ein Beispiel. Ich muss schnell ins Geschäft fahren, ist mir passiert. In Albstadt hat es manchmal 20 Grad minus, das ist noch keine so schöne Gegend im Winter. Und es tut bei mir vielleicht die Heizung gerade nicht. Und ich setze meine Wollmütze auf und dann will ich beten. Dann kommt der Teufel und sagt, du kannst jetzt nicht beten, weil du dein Haupt nicht entblößt. Was völlig Unsinn ist, da geht es ums öffentliche Beten. Versteht ihr? Der Teufel lügt die ganze Zeit. Und jetzt kommt das Entscheidende. Was ist die Wahrheit? Das Wort Gottes. Du musst dauernd dein ganzes Bewusstsein, du musst dauernd deine Seele mit dem Wort Gottes speisen, dass du die biblischen Verhältnisse kennst. Und dann stellst du dich einfach im Glauben drauf. Du sagst dann nein. Die Mütze bleibt drauf. Herr, ich bete zu dir, weil ich bete jetzt nicht öffentlich, sondern jetzt sind wir unter uns. Und da spielt es gar keine Rolle, was ist. Da bist du ganz allein mit ihm. Wieso? Und jetzt passiert hier was ganz Einfaches. Sobald ich jetzt im Glauben komme und mich draufstelle, gehe ich die nächsten 1000 Ellen. Wenn man sich daran gewöhnt, dann bist du schon mit dem Heiligen Geist so erfüllt, dass das Wasser des Lebens, laut Hesekiel, dir bis zu den Knöcheln geht. Und wenn du das getan hast, du warst gehorsam bei den ersten 1000 Ellen, Heilsgewissheit, du stehst durch den Glauben. Du warst gehorsam bei den zweiten 1000 Ellen, du hast ein Gebetsleben, wo du dich darauf verlässt, dass wenn es eine Verheißung gibt, dass Gott sie eingelöst hat. Also nochmal, da muss man es richtig verstehen, du betest kein zweites Mal. Warum willst du beten? Sobald du das zweite Mal betest, sagst du Gott, was du sagst, stimmt nicht. Ich muss nochmal beten. Wenn du aber keine Verheißung hast, dann kannst du 1000 Mal beten, das ist richtig. Und jetzt kommen wir so, du hast beides erfüllt, dann sagt er, jetzt kommt wieder 1000 Elle. Und er sagt, jetzt geht dir das Wasser bis an die Lenden. Ich hatte einen Mann in Albstadt, der hat zum Bauamt gehört, wo wir bei der Gemeinde einen Antrag gestellt haben, da hat er mal eine Vorschrift nicht so sauber erfüllt. Dann hat er einen wunderschönen Satz gesagt, den habe ich nie vergessen. Ich denke, der hat ja biblische Erkenntnis. Er hat gesagt, euer Antrag ist Lendenlang. Und ich denke, aha. Wisst ihr, und die Lende ist in der Bibel nicht nur die Wahrheit bei der Waffenrüstung, sondern die Lende ist die Kraft. Wisst ihr, und in dem Moment, wie ich den nächsten Punkt gehe, dann erfasst der Heilige Geist das Wasser des Lebens meine Kraft. Und die Bibel sagt in Apostelgeschichte 1,8, darf ich fragen, ob wir es glauben, das sehen wir gleich. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, Samaria und bis ans Ende der Erde. Wisst ihr, was die Bibel da sagt? Wenn der Heilige Geist über dich kommt, wenn du wiedergeboren bist, hast du Kraft. Ja, Entschuldigung, wenn ich jetzt keine Kraft fühle, wenn ich mich vorkomme wie ein ganz Wackeliger, wem glaube ich? Gott sagt, du hast Kraft. Ich sage, ich fühle es nicht. Wer hat recht? Wisst ihr, da kommen wir zu 1. Korinther 1, 24.
Jetzt kommen wir zu der Nagelprobe, wo ich entscheiden muss, ob ich Gott wirklich glaube. Merkt ihr, es läuft immer drauf raus, ob ich Gott glaube. Denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus, Gottes Kraft und Weisheit. Hast du Christus? Ist der Herr Jesus der Sühnedeckel in deinem Herzen? Wenn du wiedergeboren bist, ja. Was hast du denn? Laut der Bibelstelle? Kraft. Du brauchst nicht um Kraft beten. Du sagst, Herr Jesus, ich danke dir. Im Glauben danke ich dir. Du bist meine Kraft. Wisst ihr, was dann passiert? Derselbe Sekunde steigt das Wasser bis an deine Lenden. Steigt. Derselbe Sekunde. Wenn du nicht glaubst, bleibt das Wasser an die Knie. Wisst ihr, das ist so einfach. Und das ist die Lehre vom Hesekiel, von diesem Tempel. Warum glaubt ihr, warum Gott es macht? Er sagt immer tausend Eller, die Segenszahl, aber du musst kommen im Glauben. 1. Korinther 4,20. Wisst ihr, ausgerechnet den wackeligen Korinther schreibt der Paulus das alles. Denn das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Kraft wird ausgelöst, sobald du glaubst. Wisst ihr, ich muss nur kommen und sagen, ich habe den Geist des Glaubens. Herr Jesus, du sagst uns in deinem Wort, du bist meine Kraft. Also insofern ist ja die Kraft da, ob ich das fühle oder nicht, ob ich das glaube oder nicht, sie ist da. Aber ich stimme jetzt im Glauben zu, dass nämlich diese dritte 1000 Eller endlich geschehen. Wenn du da zustimmst, passiert derselbe Sekunde etwas in der geistlichen Welt. Das Wasser steigt sofort bis an deine Lände und du hast Kraft. Definitiv, das fühlt man nicht, die ist da. Du kannst Dinge tun, wo du dir nicht einmal vorstellen konntest. Naja, könnte man sagen, was passiert denn? Wisst ihr, was denn passiert? Fragt einmal die Gläubigen, wie das bei ihnen geschieht. Epheser 1, 17 bis 19. Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gäbe in der Erkenntnis seiner selbst, das ist Bibelerkenntnis. Erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Wisst ihr, jetzt sagt er, in dir ist etwas drin. Wisst ihr, was drin ist? Was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung hinein in uns ist. Bei wem wirkt es? Die wir glauben. 2. Korinther 4, 13. Er sagt jetzt praktisch, wenn du glaubst, wird eine überwältigende Größe von Kraftwirkung ausgelöst, die eine Wirksamkeit schafft, Energia, also Energie, der Macht, da steht Kratos, das heißt Kontrolle, und die zu definitiver Stärke führt. Das heißt, sobald du wirklich glaubst, dass die Kraft Gottes in dir ist, nämlich durch den Herr Jesus, und du stellst dich da im Glauben drauf und erwartest jetzt, dass überschwängliche Kraftwirkungen in dir geschehen. Wisst ihr, was dann passiert? Es passiert. Sobald du glaubst, dann geht das Wasser wirklich bis an die Hüften. Aber du kannst nicht nach deinem Gefühl gehen, es ist aus. Du musst dann das Risiko eingehen, dass Gott recht hat. Du musst dann Dinge tun, wo du sagst von deinem Verstand her, hey, ich habe keine Kraft dazu. Du musst dann einfach dein Verstand auf die Seite legen und sage, der Glaube sagt, der Herr Jesus hat die Kraft in dir gewirkt, er ist deine Kraft, dann kann ich es tun. Da gehst du vorwärts. Aber nochmal, du brauchst eine Verheißung. Du darfst es nicht irgendwie im Wahn schwärmerisch oder irgendwie tun, sondern brauchst die Verheißung. Sobald die Verheißung da ist, gehst du vorwärts. Wieso? Wenn da, dann steht, denen, die Gott lieben, wird alles zum Besten dienen. Was machst du denn? Dann musst du ja bloß eine Bedingung erfüllen. Du musst da Jesus von ganzem Herzen lieben. Wenn du das tust, dann kannst du ganz hundertprozentig im Glauben draufstellen, egal was passiert, es wird zum Besten sein. Und wenn du stirbst oder krank wirst, was ist dann? Zum Besten. Du musst nur glauben. Dann verliert der Teufel und alle diese seelischen Elendszustände verlieren die Macht über dich. Wieso? Und dann sagt die Bibel, und das ist noch lange nicht das Ende, sondern er sagt, dann kommen die vierten 1000. Könnt ihr euch an die Zahl 4 erinnern? Was heißt 4? Alles. Dann kommen die letzten 1000 Eller und dann sagt er, wenn du hier weiter im Gehorsam bist,
Dann ist das Wasser so tief, dass man darin schwimmen muss. Ein Strom, der nicht zu durchschreiten ist. Und dann erklärt die Bibel, durch diesen Strom werden Fruchtbarkeitsszenarien ausgelegt. Plötzlich kommt die Frucht des Geistes. Überall, wo das Wasser hinkommt, wirst du gesund. Die Sümpfe deines Herzens werden ausgetrocknet. Es wird hier wieder Sprudel des Lebens sein, sobald du in ihm schwimmst. Das ist nichts anderes wie 1. Johannes 15, Vers 1, bleibet in mir. Ich sage hier mal, wie das geht, praktisch. Ich bin ein totaler Perfektionist. Wisst ihr, und das hat bei mir bewirkt, dass der Teufel mein Perfektionismus, der ja nicht schlecht ist, benutzt hat, um mich zu zerstören. Er hat mir immer vorgemacht, hat gesagt, das ist nicht in Ordnung, das ist nicht in Ordnung, das ist nicht in Ordnung, das ist nicht in Ordnung. Du musst jetzt das tun, jenes tun. Wenn das nicht funktioniert, dann wird der Herr dir keine Gnade geben, der Herr wird dich nicht gebrauchen, der Herr wird dich nicht segnen. Da bin ich hingegangen in meiner Verzweiflung, habe einen riesen Zettel geholt und dann bin ich hingegangen mit dem Kuli oder mit dem Bleistift. Und dann habe ich jede geringste Sünde, alles geringste, obwohl der Heilige Geist mich nicht von Sünde überführt hat. Ich habe mein Hirn ausgepresst. Wo könnte denn was bei mir sein? Habe ich aufgeschrieben. Seid ihr weiß. Dann habe ich es nochmal dem Herr Jesus vorgelesen. Was für ein Wahn. Habe ich ihm alles vorgelesen. Wenn ich ganz fertig war, dann habe ich das Blatt zerrissen. Und dann konnte ich so ein bisschen glauben, dass er mir jetzt hilft. Eines Tages lese ich eine Bibelstelle, die hat mich weggeschossen. Epheser 2, 13 und 14. Die ihr so ferne wart, ihr seid nahegebracht durch das Blut des Christus, er ist unser Friede. Und ich sage, Moment einmal, er sagt jetzt praktisch, wenn ich im Glaube dem zustimme, dass der ich ferne war, nahegebracht bin, dann fließt sofort der Friede, dann bin ich sofort mit Gott in Ordnung. Dann habe ich keinen Zettel mehr geschrieben. Ich habe jetzt keine bewusste Sünde gehabt, wo mich der Heilige Geist überführt hat. Ich bin jetzt nicht mehr im Unglaube hingegangen und habe Sünde gesucht. Ich bin einfach hingegangen wie ein kleines Kind und habe gesagt, Herr, danke, dass ich so ferne bin, so fühle ich mich, dass ich in derselben Sekunde nahegebracht bin durch dein Blut. Du bist mein Friede. Und dann habe ich meine Gefühle missachtet. Wisst ihr, was passiert ist? Ich habe sofort innerlich einen Ruck erlebt, dass ich so in der Gegenwart Jesu war, wie ich es mit meinem Zettel nie vorher war. Und dann schwimmst du. Dann bist du in Christus, dann schwimmst du. Und, da, und wenn du in der Haltung bist, dann kannst du alles wie ein kleines Kind im Glauben annehmen. Da kommen Ströme lebendigen Wassers und dann kommt die Fruchtbarkeit, dann kommt die Frucht des Geistes. Das ist das, was der Jesus sagt, bleibet in mir. Und 1. Johannes 3 sagt, wer in mir bleibt, sündig nicht, dann lebst du auch nicht in offener Sünde. Natürlich sündigen wir alle, aber du lebst nicht in Sünde. Das sind alles Konstruktionen der Gegenwartsform im Griechischen und es meint, dass man drin lebt. Dann hast du Sieg. Und dann beginnt Vers 8 zu geschehen, dann wirst du innerlich gesund. Selbst deine Sümpfe, deine Ebene, langsam beginnt dann der Herr, solange du glaubst, alles auszudrucken. Aber wisst ihr, jetzt müssen wir noch etwas ganz nüchtern sachlich feststellen, dass wir nicht in eine Falle gehen. Das ist 3. Mose 14. Das ist die Reinigung vor Aussatz. Da ist nämlich ein einziger Punkt, der eine riesige Rolle spielt. Und zwar, da sagt die Bibel was ganz, ganz Einfaches. Vers 14. 14, 14. Kann man leicht merken, oder? Naja, 14, 7 plus 7 plus 7 plus 7. Ist das jetzt inspiriert oder nicht? Kann man streiten. Und der Priester soll von dem Blut des Schuldopfers nehmen. Das ist das vollkommene Opfer Jesu. Und der Priester soll dem, der gereinigt werden soll, es auf das rechte Ohrläpplein tun, die Sinne, auf den Daumen seiner rechten Hand, das Handeln, auf die Zehe seines rechten Fußes, mein Gehen, wo ich hingehe. Also, da sagt er ganz einfach, als gehst du zum Herrn Jesus, lässt dich reinigen nach Geist, Seele und Leib. Das nächste, danach soll der Priester von dem Lock Öl nehmen. Nicht der zu Reinigende, nicht du. Er tut es. Der Priester, der Jesus, geht hin, nimmt von dem Öl, gießt wieder in seine linke Hand, tunkt der Finger rein und jetzt sagt er was ganz Entscheidendes. Er soll mit seinem rechten Finger in das Öl tunken, das in seiner linken Hand ist und mit seinem Finger von dem Öl siebenmal vor dem Herrn springen. Und von dem übrigen Öl in seiner Hand soll er dem, der gereinigt werden soll, auf das rechte Ohrläpplein tun. Was ist da vorher drauf? Blut. Auf den Daumen seiner rechten Hand, was ist da drauf? Blut.
auf die Zehe, auf die rechte seines Fußes. Blut. Jetzt haben wir was ganz Einfaches. Die Fülle des Heiligen Geistes, dieses Wasser des Lebens, kommt immer dorthin, wo vorher Blut ist. Das ist gigantisch. Wisst ihr, was es heißt? Wenn man das jetzt, den Hesekiel, diese ganze Erweisung, wie das Wasser des Lebens fließt in diesem Tempel des Heiligen Geistes, wenn man das jetzt annimmt, dann sagt die Bibel ganz einfach, du musst nur gereinigt sein durch Jesu Blut. Du hast den Geist des Glaubens. Da musst du nur alles glauben, was Gott sagt und stellst dich im Glauben drauf und du ignorierst alles andere und fängst da wie ein kleines Kind dem Herr Jesus nachzulaufen. Da wirst du plötzlich anfangen, dich im Herr Jesus unendlich zu freuen. Dann weißt du, sein vollkommenes Opfer wirkt vollständig, weil er mich gereinigt hat. Dann weißt du ganz genau, sobald ich mich im Glauben draufstelle, wird dieses Opfer vollkommen. Es kann kein Teufel und keine Seele und kein Gegner und niemand auf dieser Welt kann das verhindern. Die ganze Dämonenwelt kann dir nichts mehr tun. Du bist in vollkommener Sicherheit in ihm. Wisst ihr, was das gleichbedeutend ist? Hebräer 10, 19, du gehst durch kindlicher Glaube bis vor den Sühnedeckel und stimmst ihm zu und sagst, es ist alles so, ich nehme es jetzt im Glauben an. Dann stehst du wieder, wie in unserer Stiftshütte, vom Sühnedeckel, vom Angesicht Jesu Christi und die Herrlichkeit bricht hervor. Wisst ihr, wenn du das alles siehst und du liest jetzt den Hesekiel weiter ab Vers 13, da kommen die interessante Dinge, da geht es jetzt darum, Land einzunehmen, da geht es jetzt darum, Erbbesitz. Wisst ihr, was dann passiert? Dann wirst du Schritt für Schritt, wenn du in diesem Wasser schwimmst, wirst du in alle Dinge kommen von diesem vollkommenen Opfer. Dann kommt Epheser 1, 17 bis 19. Dann wirst du plötzlich erkennen, was alles in dir ist. Und du wirst dann anfangen, wie ein kleines Kind, dich auf jede dieser Tatsache draufzustellen und zu sagen, Amen. Was glaubt ihr, wie ich mich manchmal fühle? Ich liege manchmal, bevor ich hier verkündigen muss, liege ich da drüben im Bett. Ich ziehe nicht einmal meine Hose aus. Meine Frau muss gucken, dass sie mich nicht erwischt und sagt, du kannst jetzt nicht mit der Hose, wo du nachher predigen wirst, ins Bett liegen. Und dann mache ich es manchmal heimlich, dass ich mich einfach reinlege, ganz vorsichtig und denke, jetzt machst du keine Falte. Ich bin fertig. Ich würde viel drum geben, wenn ich nicht reden müsste. Steht ihr? So ist mein Gefühl. Dann stehe ich auf, wackelig. Ich weiß oft nicht einmal, was ist die Botschaft heute Abend. Dann habe ich auf die Zunge gebissen und sage, wie geht es? Der Halsschmerz, ich habe Halsschmerzen oder Kratzer im Hals, wie soll das alles gehen? Wieso Teufel erzählt mir alles, was ihr euch vorstellen könnt? Und in dem Moment gehe ich einfach hin, stelle mich im Glauben drauf und sage, erste 1000 Ellen, ich stehe durch den Glauben in Christus, ich bin ein Gotteskind. Zweite 1000 Ellen, ich bete, Herr, mach du dein Wort lebendig. Predige du, was du willst und nicht, was ich will. Nächster Schritt. Dritter Schritt. Nicht ich bin, der etwas tut, sondern du löscht alles durch deine Kraft aus. Dann ist das Wasser schon an die Hüfte. Da gehe ich hin und sage, und jetzt nehme ich im Glauben dein vollkommenes Opfer in seiner Vollwirksamkeit an. Ich ignoriere alles und erwarte alles von dir. Und dann gehe ich da rein und dann funktioniert es. Ist das klar? Hat mit mir gar nichts zu tun. Ich habe den Geist des Glaubens nicht erworben, hat er mir geschenkt. Ich kann gar nichts dafür, keine Ehre von Menschen. Ist alles von ihm, alles ist von ihm, durch ihm, zu ihm. Wisst ihr, jetzt versteht ihr, was er hier sagt. Er sagt, jetzt bist du ja schon im Tempel. Ihr könnt euch erinnern, seit Hesekiel 46, 1 bin ich ja im Tempelhaus, oder? Und jetzt sagt er am Schluss, jetzt musst du das Wasser des Lebens in der Fülle haben. Wisst ihr, was dann gleichzeitig passiert? Was ein Hesekiel 46, 1 geschrieben steht, dann wirst du eine Säule im Reich Gottes. Du musst nur im Glauben zustimmen. Du musst kommen wie ein kleines Kind. Jetzt frage ich mal ganz dumm, wer kriegt es? Der Starke oder der Schwache? Der Schwache. Also, spielt es eine Rolle, wie ich mich fühle? Nee. Aber vorher haben wir doch was gelesen, könnt ihr euch noch erinnern. Habt ihr vergessen, was da der zweite Satz war? Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Sobald ich glaube, dass ich eine Rolle spiele, sobald ich meine Fähigkeit in den Mittelpunkt stelle, sinkt das Wasser. Versteht ihr? Derselbe Sekunde sinkt das Wasser wieder. Und es kann sogar so weit sinken, dass unter die Knöchel geht, dass du wackelst. Sobald du dich wegtust und nur noch auf den Herr Jesus ausgerichtet bist und alles von ihm erwartest und im Glauben dieses vollkommene Opfer für dich annimmst, fängt das Wasser sofort an zu steigen. Und dann nimmst du dein Erbbesitz ein, dann wirst du Dinge tun, dann wird diese
Kraftwirkung, die laut Epheser 1, 17 bis 19 nicht nur dir Kraftwirkung ergibt, die wird bewirken, dass du plötzlich auch letztendlich immer mehr erkennst. Wir haben doch ein bisschen was erkannt von der Woche, was heißt zu erkennen, oder? Dann wird es immer klarer, immer lichter, immer mehr wirst du das Wort Gottes verstehen und du wirst immer stabiler werden. Und dann am Schluss, dann liest du Galater 4, Vers 7. Und dann bist du erschüttert, weil dort steht, so bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Da steht im Griechischen Doulos, du bist kein Sklave mehr. Du bist kein Sklave des Teufels, du bist kein Sklave deiner Gefühle, du bist kein Sklave der anderen Menschen, du bist keinerlei Sklave, du bist frei in Christus und du bist Sohn, du hast den Geist der Sohnschaft. Und jetzt sagt die Bibel, wenn das der Fall ist, dann, und das ist der entscheidende Punkt, der hier alles entscheidet, dann bist du Erbe Gottes durch Christus. Wisst ihr, wie man Erbe wird? Dazu muss einer sterben. Und wenn der Reichtum hat und Vermögen und ein Erbschei hat, ein Testament, wo drin steht, dass ich erbe, dann kriege ich alles. Aber wisst ihr, jetzt finde ich das Testament in der Schublade, in der Aufzeichnung, das Wort Gottes. Wenn ich nicht mit dem Testament zum Notar gehe und es ihm auf den Tisch lege und sage, ich bin Erbe, ich hätte es gern. Wisst ihr, was dann passiert? Gar nichts. Wenn ich aber komme, mit dem Erbschein oder mit dem Testament und lege es im Notar hin und sage, ich will es, dann passiert sofort und genau das müssen wir tun geistlich. Ich bin Erbe Gottes durch Christus. Ich muss in kindlichem Glauben kommen und sagen, Herr, ich nehme es an. Wisst ihr, was dann passiert? Dann passiert was, was menschlich gar nicht gibt, dann schwimmst du die ganze Zeit. Dann bist du die ganze Zeit in der Fülle des Heiligen Geistes. Dann wird dauernd Frucht hervorbrechen aus deinem Leben. Dann wirst du dauernd fruchtbar sein. Du kannst Zeugnis geben über den Herrn Jesus. Du kannst Dinge ertragen, wo kein anderer ertragen kann. Du wirst dann Ströme lebendigen Wassers in dir haben. Und dann kommt Johannes 7, 47. Es wird auf andere übergehen. Wisst ihr, wo der Haken ist? Das ist ein ganz einfacher Haken. Wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wer da will, gehe die erste 1000 Ella. Wer da will, gehe die zweite 1000 Ella. Wer da will, gehe die dritte 1000 Ella. Wer da will, gehe die vierte 1000 Ella. Ich hoffe, ihr kennt die Bibelstelle, Offenbarung 22, 17. Versteht ihr? Und von daher ist doch ganz einfach. Er hat alles getan. Wisst ihr, er ist einmal in den Himmel eingegangen, in die Stiftshütte, hat sein Blut auf den Sühnedeckel gesprengt. Damit war das vollkommene Opfer fertig. Er setzt sich zur Rechte Gottes. Ein hoher Priester, wo er sich setzt, hat nichts mehr zu tun. Er ist nichts mehr zu tun, ist alles fertig. Er hat mir den Geist des Glaubens gegeben. Ich darf nur noch kommen. Aber jetzt heißt es mal ganz ungeschützt, wer ist jetzt am dransten? Ist es richtig, jetzt zum Herrn Jesus zu kommen und zu beten? Oh, gib mir das, gib mir jenes, gib mir... Entschuldigung, was soll das? Das ist Unglaube. Ich muss einfach alles, was die Bibel glasklar sagt, stelle ich mir im Glauben drauf und es passiert. Macht ihr was? Wir haben viel zu tun. Und jetzt müssen wir anfangen, was wir in diesen Tagen über der Hesekiel erlebt haben. 5, die Zahl der Gnade. 8, die Zahl der Neuschöpfung. 30, 5 mal 6, die Wiedergeburt. 50, das Wirken vom Heiligen Geist. 40, 5 mal 8, Gnade wirkt, Neuschöpfung, aber auch Prüfung. Jetzt müssen wir einfach wie die kleinen Kinder hingehen und es tun. Und dann werden wir diese 4 mal 1000 Elle gehen. Und 4 heißt nicht umsonst Ausschließlichkeit, alles. Was anders gibt es nicht. Das ist nach meiner Überzeugung der einzige Weg, in der Fülle des Heiligen Geistes zu leben. Und das ist das, was der Hesekiel-Tempel mir geistlich sagen will. Was er mir prophetisch sagen will im tausendjährigen Reich. Das ist ja auch nett und wunderbar. Bloß, Entschuldigung, ich will nicht das tausendjährige Reich dazu nutzen, ich sage es mal so, das Tote Meer auszutrocknen, sondern ich will mein Herz austrocknen von den Sümpfen. Zuerst einmal muss mein Herz ausgetrocknet werden, da muss der Sumpf weg.
Steht ihr? Wenn dann im tausendjährigen Reich ich auch nur zugucken darf, wie hier das Wasser des Lebens das Tote Meer austrocknet, das ist wunderbar. Bloß ich lebe im Jahre 2018 und das ist kein tausendjähriges Reich. Hier heute gilt 4x1000 Elle laut Ezekiel. Und das ist die Botschaft des Ezekiel-Tempels. Wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Und zwar alle die, die den Geist des Glaubens haben, alle Wiedergeborenen. Und jetzt ist nur noch die Frage, glaube ich, dass das Wort Gottes in Kraft besteht oder nicht? Stelle ich mich drauf, tue ich es oder nicht? Und die Frage kann ich dir nicht beantworten, aber mir. Ich kann entscheiden, ob ich es will. Ich möchte beten. Ja, Jesus, was für eine Herrlichkeit. Du hast mit diesem vollkommenen Opfer, du hast uns gezeigt, in diesen ganzen Formen des Tempels, von der Stiftshütte, über den Tempel eines Zerubabel, bis hin zum Tempel des Heiligen Geistes, bis hin zum Hesekiel-Tempel, du hast uns gezeigt, es ist alles vollbracht. Sobald wir jetzt die Botschaft dieser Schattenbilder verstehen, können wir in der Fülle des Heiligen Geistes leben. Und was für ein elendes Leben führen wir oft nur aus einem ganz einfachen Grund, weil wir dir nicht glauben. Erbarme dich. Du bist der Anfänger und der Vollender des Glaubens. Du hast uns den Geist des Glaubens gegeben. Gib uns einfach den Mut, geistlich uns wirklich an die Arbeit zu begeben und zuerst einmal die ersten 1000 Elle zu gehen, dann die zweite, dann die dritte, dann die vierte, bis wir wirklich vollständig in der Fülle des Heiligen Geistes dir, dem Lamme, folget, wohin du gehst. Vor deinem Angesicht stehet, so wie es Hebräer 10, 19 sagt, auf dass du verherrlicht wirst und durch dich der Vater im Himmel und das Ströme lebendigen Wassers von uns fließen. Wir nehmen das im Glauben an. Amen. Amen.